Hallo, ich finde es schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute mal ein ganz anderes wichtiges Thema, finde ich. Konsum. Konsumterror und Konsumverzicht. Ja, ich möchte raus da und ich habe auch schon begonnen. Ja, wenn ihr dieses Video angeschaltet habt, dann wollt ihr Informationen, dann seid ihr interessiert. Alle anderen, die weiter konsumieren wollen, extrem, sind hier auf jeden Fall nicht richtig. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Ja, ein ganz wichtiges Thema ist das ständige Geld ausgeben für irgendwas, was man denkt, was man braucht. Für dies oder für das oder für jenes. Damit meine ich jetzt noch nicht mal Essen. Das lassen wir mal ganz bisschen außen vor. Ich muss gestehen, ich war noch nie so eine Einkaufsbummel-Tussi, das nicht, aber ich habe trotzdem ganz gerne eingekauft. Und ich habe schon als Teenager ja, jegliches Taschengeld oder erstverdientes Geld für Klamotten, Kosmetik und sowas ausgegeben. Technik war da für mich noch uninteressant. Da ging es erstmal darum, ja, man möchte so schön und gestylt wie möglich sein, obwohl ich es da nicht über, ich habe es nicht so übertrieben. Ich habe mich auch nie so extrem geschminkt, nun jetzt gar nicht. Aber damals eben auch eher dezent. Aber ich habe eben schon Puder oder Make-up aufgelegt. Lidschatten habe ich ganz gern genommen, Kajal, ja, Lippenstift eher selten. Das hat mich doch dann irgendwie gestört. Ja, also ich war ein guter Konsument von diversen Körperpflegemitteln und Düften und alles Mögliche und eben Klamotten, Schuhe. Gut, Schuhe nicht ganz so extrem, wie man das so vielleicht so von mancher Frau kennt, aber trotzdem, ja, genug, mehr als genug. Das hat mir damals Spaß gemacht, das war Zeitvertreib. Heutzutage kann ich echt nur den Kopf darüber schütteln, dass man nichts anderes mit seiner Zeit und mit seinem Geld anzufangen wusste. Also echt traurig finde ich das. Aber es ist so und es ging auch noch weiter. Es hat sich dann verändert, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Ja, da muss ich vielleicht mal kurz eine Zwischengeschichte erzählen. Es hat jetzt nichts mit Konsum direkt zu tun, aber als ich meinen Mann kennengelernt habe, ich habe da so einen Mann gesehen, den fand ich interessant und sympathisch und wir haben uns auch mal so gegrüßt und mal ein paar Worte gewechselt. Und komischerweise war es mir damals sehr wichtig, im Gegensatz zu anderen Männern, die ich vorher mal so ansprach, es war mir wichtig, so natürlich wie möglich rüberzukommen. Ein Instinkt? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall habe ich mir so wenig wie möglich ins Gesicht geklatscht und habe mich auch so klamottenmäßig nicht aufgestylt. Einfach sportlich, natürlich und ja, der Mann war gefangen. So ungefähr kann man es sagen. Ja, damit hätte ich sicherlich nicht jeden Mann fangen können, aber eben genau der, den ich brauchte. So, und den ich wollte. Das nur mal kurz da am Rande dazu. Da war irgendwie der Instinkt drinne. Ja, denn mit alles andere, was man so, wie man sich verstellt und so, damit kann man niemanden langfristig halten, sondern nur mit dem, was man ist. Wenn das jemand mag, ob nur ein Freund, Freundin oder wer auch immer, damit kann man jemanden halten und wirklich lieben. Ja, also gehen wir mal weiter. Dann kam eben die Zeit mit meinem Mann und ja, da haben wir unser Geld dann eben, und ich habe es eben dann nicht mehr vermehrt, für Klamotten und Beauty ausgegeben, auch noch, aber eben nicht mehr ganz alles. Sondern da fing es eben an. Klar, Wohnungseinrichtung, Technik, was braucht man alles so und viel Fast Food. Fertigprodukte und das ging ganz schön ins Geld. Wenn ich das heutzutage mal so rückberechne, das kann man natürlich gar nicht, aber so mal überschlagen, das ist traurig, was man mit dem Geld hätte machen können. Und vor allen Dingen wäre der Körper heutzutage gesünder und wahrscheinlich auch schlanker. Also alles selbstgemachte Probleme durch diesen ganzen Konsum. Man denkt, man braucht alles. Dem ist eigentlich nicht so. Und
Ich will auch sagen, durch unsere Verhältnisse, geldlichen Verhältnisse, haben wir es natürlich auch nicht so extrem übertrieben wie andere, aber wir haben eben trotzdem über unsere Verhältnisse gelebt. Und es wird einem auch heutzutage sehr einfach gemacht, Geld auszugeben, was man gar nicht hat. Und das muss man dann erstmal in jahrelanger Arbeit abarbeiten. Und ja, das wollte ich mal so sagen. Das ist, finde ich, ja, eigentlich schon nicht mehr. Nein, es ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass wir da so verleitet werden und auch da so teilweise reingeboren werden und das als normal empfinden. Heutzutage empfinde ich das nicht mehr als normal. Und ich muss leider gestehen, dass ich bis vor kurzem, ja, es eigentlich in der Schwangerschaft noch sind wir umgezogen am Ende und ja, wir hatten eigentlich kaum was aus der alten Wohnung mitnehmen können. Alles war entweder, ja, wir hatten auch nicht so viel, wie ich schon sagte. Also wir haben zwar konsumiert, aber wir hatten noch nicht so extrem und wir haben auch klein gewohnt, sehr klein und einiges war da an Möbeln drinne und mussten wir da auch stehen lassen wieder. Anderes war kaputt gegangen und ja, dann haben wir bei IKEA uns eingerichtet. Und trotz dessen, dass wir auf das Geld gut geachtet haben, haben wir da doch einige Tausender, ja, für den Umzug, die Neueinrichtung hergegeben. Teilweise auf Pump, ja. Und heutzutage bin ich traurig darüber. Ja gut, ich kann es nicht mehr ändern und wir haben auch viel Geld für unsere Küche ausgegeben, obwohl sie nicht so schön geworden ist, wie wir uns das gewünscht hatten. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist schief gelaufen. Ja, und das sehe ich aber natürlich erst jetzt. Es hat sich bei mir erst so verändert, ja, wo meine Tochter schon auf der Welt war. Und so ein paar Monate war sie schon da und ja, da fing das irgendwie so bei mir an zu arbeiten. Und ich weiß auch nicht, ob das damit zu tun hat, weil sie so ein Schreibaby war. Auf jeden Fall ging da meine Fühler so hoch. Das soll Leben sein. Ich kaufe mir das jetzt, weil ich gesehen habe, jemand anders hat das. Und ich habe das Gefühl, dass ich das auch brauche, um denen zu zeigen, hey, schaut mal her. Das ging mir alles gegen den Strich. Und ja, vieles wurde gekauft deswegen. Und vieles andere, so Kleinigkeiten, die liegen irgendwo auf dem Schrank, im Keller oder wie auch immer und wurden nie benutzt, weil man doch eigentlich genug hat. So, und eben besonders jetzt vor einem Jahr, als ich anfing, mich mit vegan zu beschäftigen, deswegen nehme ich das immer wieder so als Aufhänger. Das ist wirklich, es kam alles sehr zeitgleich. Ich habe mich einfach auf die Suche gemacht, wie kann man etwas anders leben, wie kann man wieder ein bisschen zurück zur Natur, Natürlichkeit gehen. Und wie kann man sein Leben einfach schöner machen, ohne dafür, ja, extrem viel Geld auszugeben oder so viel konsumieren zu müssen? Ja, und da habe ich eben angefangen auszusortieren und einiges, ich hatte es ja schon im anderen Video gesagt, bei uns gibt es so einen Umsonstladen, da kann man eben Sachen hinbringen, jeder kann das und da kann auch jeder hingehen und sich so ein bis drei Sachen aussuchen. Ich habe da auch schon mal für meine Tochter Klamotten mitgenommen, denn das wird ja alles wirklich schmutzig. Du kannst nicht immer, oder ich kann, ich will es nicht, ich will es nicht immer drauf achten. Ich weiß, dass einige Mütter besonders drauf achten, oh, mach dich nicht schmutzig und hier und da. Und ja, man nimmt den Kindern teilweise die ganze Freude und ja, ihre Natürlichkeit. Die Klamotten kriegen Flecken. Natürlich haben wir auch ein paar Sachen, die jetzt mal zum, wenn wir irgendwie zu Feierlichkeiten und so hingehen im Schrank haben. Aber alles andere, natürlich benutzen wir beim Essen ein Lätzchen, aber wie oft geht was an die Ärmel, an die Hose, trotzdem noch irgendwie dran? Es ist eben so. Und ja, da kann man dann auch mal gebrauchte Klamotten nehmen. Und auf dem Trip war ich eben damals schon in der Schwangerschaft. Das war das Einzige, wo ich gesagt habe, Kinderklamotten müssen nicht neu sein. Erstmal kosten sie eine Stange Geld. Ich kann mich da selbst noch abrackern mit den ewigen Waschen, bis da die ganzen Schadstoffe, was da so teilweise enthalten ist,
abgewaschen ist. Und ja, ich habe aber es auch wieder übertrieben. Ich habe viel bei eBay und auch so auf Flohmärkten gekauft, schon in der Schwangerschaft. Und ja, ich dachte, Babys wachsen ja so schnell. Und habe dann so, ja, nicht nur die Babyklamotten, sondern so gleich so bis Größe 80, 86, weil ich so von einigen gehört habe, ja, das hatte mein Kind schon so mit einem knappen Jahr, ne? Und bei uns war es dann eben ganz anders. Meine Tochter, ja, kam mit 48 Zentimeter, 2,5 Kilo auf die Welt und sie ist auch gewachsen, hat auch zugenommen, aber sehr langsam. Also mit einem halben Jahr hat sie da immer noch 62, 68 getragen. Ist aber im Verhältnis gut gewachsen. Nur sie konnten nicht das aufholen, was andere, wenn die schon mit 52 Zentimeter auf die Welt kommen, das ist irgendwie was ganz anderes, ne? Und wie ich ja schon sagte im anderen Video, wir sind ja nun Langsteller und gestillte Kinder oder lange vollgestillte Kinder, die nehmen langsamer zu. Ist klar, Fertignahrung, Fertigbabynahrung stopft da doch ordentlich und mästet die Kinder auch. Und wenn sie dann gerade noch irgendwie ja, Kuhmilch oder irgendwas anderes dann später dazu bekommen, dann geht das mit den Hormonen da, die da alles enthalten sind, kann man seine Kinder ganz schön schnell, oder Zucker auch noch, ne? Ich meine jetzt nicht Fruchtzucker oder aus natürlichen Sachen, sondern ich meine den raffinierten Zucker. Damit kann man seine Kinder ganz schön mästen und je nach Veranlagung eben auch in die Höhe schnellen lassen, ne? Und ja, je nachdem, wie die Konstitution ist und was da für Gene mitspielen. Aber bei uns, ich hatte eben sehr viele Kinderklamotten gekauft und dachte, na gut, sind gut ausgerüstet fürs erste Jahr. Das war auch so ein bisschen, ja, ich war sehr viel alleine in der Schwangerschaft und ja, dieses Einkaufen, das war auch so eine Freude von, wir hatten ja nun jahrelang probiert, schwanger zu werden und dann hat sich auf einmal alles gelöst und ja, ich konnte mein Glück kaum fassen und habe das da irgendwie im Konsum von Babyklamotten kaufen ausgelebt. Jetzt im Nachhinein, es hätte wirklich ein bisschen weniger sein dürfen, denn so viel kann man gar nicht anziehen. Wir hatten so viele Strampler und Bodys und was weiß ich und eben schon Hosen und so für ganz kleine Größen. Ja, würde ich nicht wieder kaufen. Da am Anfang haben wir wirklich Strampler benutzt. Das ist einfacher. Gut, obwohl ich muss revidieren, wir sind dann auf Stoffeln umgestiegen und da eignen sich doch wirklich von Anfang an ganz gut Hose und Oberteil, dass man, wenn doch mal was ausläuft, dass man einfach nur, das passiert eben etwas häufiger als bei Fertigwindeln oder bei diesen Plastikwindeln, dass man da einfach die Hose nur wechselt und das Kind nicht ganz einmal mit Strampler und so, mit Body und so ausziehen muss. Also gut, da muss ich nochmal gucken, falls ich wieder schwanger bin. Aber ansonsten, wir hatten auf jeden Fall viel zu viel und wir hatten, also meine Tochter ist ja jetzt 2,5 und sie trägt jetzt so 86. Und ja, mag mancher jetzt vielleicht schmunzeln, wie gesagt, ich habe ja gehört, das tragen die meistens schon so um ein Jahr rum. Und wie gesagt, das heißt, bis vor kurzem hatten wir alles an Klamotten eingeschweißt in so Vakuumbags und mussten wenig dazu kaufen. Mal einen Schlafanzug, Strümpfe und Schuhe. Aber das war schon praktisch, weil ich dann wirklich nicht immer loslaufen musste in Geschäfte und so. Also daher bin ich schon ein bisschen froh. Aber ansonsten viel zu viel auf einmal. Ja, des Weiteren hat sich dann gezeigt, also der Wunsch damals beim Umzug war, dass wir unseren alten Fernseher, der noch so einen richtig dicken Bauch hinten hat, dass wir den unbedingt in einen Flatscreen umwandeln wollen und möglichst groß. Das Geld hatte nicht gereicht, weil wir haben eben, wie gesagt, für die Einrichtung alles schon ausgegeben und einiges, was wir noch nicht mal hatten an Geld, ausgegeben und für die Küche und so. Da hat es nicht gereicht, dann haben wir gesagt, okay, machen wir etwas später. Und die Elternzeit war ja auch da, da war ja auch ein bisschen weniger Geld nochmal da als vorher. Ja, das hat sich dann meine Meinung irgendwann geändert. Und zwar habe ich gemerkt, dass mit kleinem Baby, gerade mit unserem Schreibaby, das wirklich nie abgelegt werden wollte, dass man keinen Fernseher braucht. Also ich hätte Zeit gebraucht. Zeit für meinen Mann oder für andere Dinge mal. Aber ich brauchte auf jeden Fall keinen Fernseher.
Ich habe am Anfang mal versucht, mal ein bisschen was zu gucken, einfach mal um sich abzulenken, um sich wirklich, ja, um sich abzulenken und um sich voll zu dröhnen, ja? Mal nicht an das zu denken, was so problematisch ist. Aber ehrlich gesagt, ich war häufig müde und ich bin früh ins Bett gegangen, um in der Nacht auch aufstehen zu können zum Stillen oder ja, also das war nicht so. Und irgendwann habe ich gedacht, nee. Das brauchst du irgendwie nicht. Und ich muss auch sagen, wir hatten noch nie einen Fernseher im Schlafzimmer. Das war immer so mein heilige Sache, wo ich das bei anderen so gesehen habe. Bei uns da läuft nicht mehr ganz so viel, haben die gesagt. Ne? Wir haben Fernseher im Schlafzimmer. Ich weiß, na klar, man kann es auch woanders drehen. ja. Ich weiß nicht. Man kann es auch woanders machen, aber ja, gerade abends mal so zur Ruhe kommt und so. Und man redet sonst auch wirklich nicht mehr miteinander, ne? In der Beziehung. So habe ich die Erfahrung von gehört und auch ja, gemacht eben nicht, weil wir eben keinen Fernseher im Schlafzimmer hatten. Und wir hatten eben einen Fernseher in der Wohnung. Da kenne ich Leute, die haben drei: Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Also so war es bei uns nicht. Aber ich wollte dann auf einmal doch keinen größeren, flacheren Fernseher mehr. Ich habe gedacht, okay, da tut es der Alte, wenn wir so selten einschalten. Und ja, nach der Elternzeit, wo mein Mann wieder zur Arbeit gegangen ist, hat er auch keine Zeit mehr gehabt. Denn dann, wenn er zu Hause war, hat er sich um seine Tochter gekümmert. Und wenn die dann im Bett war, hat er mich noch gehabt. Und ja, wir hätten uns wirklich keine Zeit mehr gehabt, wenn da jeder noch gesagt hätte, Mensch, ich will diese Serie oder diesen Film gucken. Und vor allen Dingen, was mich schon immer gestört hat, diese ganzen Werbeunterbrechungen. Klar, man kann sich auch was buchen da ohne Werbeunterbrechungen und aufnehmen und was weiß ich noch, kostet alles Geld. Wieder Konsum und Geld ausgeben, was man nicht unbedingt braucht. Denn man hat ja eigentlich auch ein eigenes Leben, ne? Und ja, ich habe Fernseher viel genutzt, bevor ich schwanger geworden bin. Es lief so bei mir Tag ein, Tag aus. Wenn ich zu Hause war und eben alleine war, beim Abwaschen, auch wenn ich am Laptop war, musste das irgendwie teilweise laufen. Und ja, irgendwie das Gefühl, dass man irgendwie nicht so alleine ist. Also, dass man so Stimmen im Hintergrund hört. Und klar blieb man da auch mal an der einen oder anderen Serie hängen. Und ich war ja bekennende 5 oder 6 Jahre lang habe ich GZSZ geguckt und so. Ja, hab da doch schon und im Urlaub. Da, wenn es dann mal im Hotelzimmer RTL oder so gab, dann musste das auch im Urlaub sein. Und wenn dann gerade Abendessenzeit war, ja, wir hatten ja meistens immer so All-Inclusive mit Buffet und so, dann war es schon so ein bisschen Konflikt. So, ne? Gehe ich zuerst zum Essen oder gucke ich das? Und ja, da sind wir gleich beim nächsten Thema. All-Inclusive-Urlaub mit ordentlich Buffet zum Sattessen. Ich würde es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen. Erstmal ist es heutzutage ja nun alles, vielleicht da auf dem Buffet, was ich nicht esse. Tote Nahrung, sage ich mal so. Ich meine, jetzt nicht nur tot vom Tier, sondern tot gekocht und ja, Salat, weiß ich nicht, wie lange der da schon liegt. Also allein von diesem Gesichtspunkt aus und auch von den anderen Sachen, so Cluburlaub, wo man so immer animiert werden muss und so, das ist ja überhaupt nicht mehr mein Ding. Würde ich nicht mehr machen. Heutzutage würde ich mehr in die Natur. Ich meine, gut, wir sind auch früher aufs Spazieren, Wandern gegangen und so, aber trotzdem eben dieser All-in-Urlaub und ja, das ganze betütelt werden da, das würde ich heutzutage nicht mehr ertragen können. Und mit Kind würde ich eben auf jeden Fall auch mehr in die Natur wollen, wo nicht so Menschengemenge ist, wo man nicht immer sagen muss, Kind sei leise, sondern lass sie mal leben einfach. Und wenn sie mal schreien, dann schreien sie einfach. Die schreien ja nicht immer nur aus Schmerzen oder aus Frust, sondern die haben auch einfach mal ein lautes Organ und wollen mal ihre Stimme austesten und auch mal gucken, einfach was kommt, ne? Also mit Urlaub hat sich geändert, mit Fernseher hat sich geändert. Ja, und vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, muss ich mal überlegen. Ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall vor über einem halben Jahr haben wir unseren Fernseher rausgeworfen. Ich habe gemerkt, umso älter meine Tochter wurde, kam ich noch seltener dazu, Fernseher zu schauen. Also seit der Geburt ja nun eh sehr selten, aber noch seltener, weil ich eben auch nicht wollte am Tag, dass sie da rein
guckt und irgendwas sieht, was für sie nicht geeignet ist und vor allem diese ganze Werbung nicht. Denn ich erziehe sie ja nun anders und ich ernähre sie auch anders, als das so gängig ist, laut der Werbung. Und ja, da war ich in einem Konflikt und dieser Konflikt hat eben so geendet, dass ich gesagt habe, nein, am Tag überhaupt nicht und abends, ja, abends hatte ich andere Dinge zu tun, wenn sie im Bett war. Entweder mit meinem Mann zu sein, Haushalt zu machen, irgendwas für den nächsten Tag vorzubereiten oder einfach mal ein gutes Buch zu lesen, ja, meinen Horizont zu erweitern oder eben auch jetzt im Internet zu surfen und ja, Videos zu gucken. Da waren sehr viele schöne Videos auch hier bei YouTube, die mir sehr geholfen haben und die mir einfach Informationen geliefert haben zu allen möglichen Themen, die mich interessiert haben. Und ja, jetzt bin ich selbst hier vor der Kamera. Warum mache ich das? Habe ich vielleicht schon mal angeschnitten in einem anderen Video? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich bin normal kein Mensch, der im Mittelpunkt steht. Ja, ich habe mich immer zurückgezogen, wenn mich jemand fotografieren oder filmen wollte. Ich fand das so was von schrecklich, mich selber irgendwann zu hören, zu sehen. Und ja, fand mich überhaupt nicht fotogen. Finde ich eigentlich immer noch nicht so wirklich. Aber hier geht es nicht um fotogen zu sein, sondern ob euch das interessiert, was ich zu sagen habe. Ob ihr Sympathie für mich empfindet. Ja, darum geht es. Oder vielleicht noch um was anderes. Schreibt es unten mal. Und ich habe mir den einen Tag, also jetzt vor 8 Tagen, habe ich mir gedacht, da schaute ich gerade wieder so ein Video bei YouTube und ich dachte, mach mal etwas, was du noch nie getan hast und was du normal auch nicht tun würdest. Und dann eben dadurch, dass ich gerade Videos geschaut habe, kam ich auf die Idee, ja, mach doch mal ein Video, mach doch mal ein paar Tage Videos und guck sie dir mal an, ob du dich ertragen kannst und stell sie einfach mal ein und guck, was passiert. Trau dich einfach mal. Mensch, das Leben ist zum Leben da und na gut, wenn du dich eben blamierst, dann blamierst du dich und wenn es jemand interessiert, umso besser. Ja, das habe ich gemacht und ich habe die ersten 3 Tage die Videos so gedreht. Und ja, einfach nicht in dem Wissen oder ich hatte nicht das Wissen, ob ich sie wirklich hochlade. Jetzt, wo ihr es seht, wisst ihr, dass ich es getan habe. Aber erstmal habe ich es einfach so gedreht. Und ja, jetzt glaube ich, bin ich etwas vom Thema abgekommen. Konsumterror. Wie gesagt, Fernseher ist rausgeworfen, ob ihr es glauben mögt oder nicht. Na klar, wir haben Internetanschluss, Laptop. Sonst wird das ja nun alles mit den Videos nicht gehen. Und das ist auch eine wahnsinnige Informationsquelle. Klar kann man auch im Internet Filme gucken, mache ich aber nicht, dafür habe ich keine Zeit. Ich gucke lieber von euch Videos und informiere mich und mache jetzt auch für euch Videos, solange das gewünscht ist. Bisschen Spaß machen tut es auf jeden Fall und auch ein bisschen mehr. So, und ja, irgendwie ist heute hier ein bisschen Luft oder nichts mehr drin. Kleiner Moment.